Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Unser letzter Gast ist da und er ist der erste Regisseur, der dieses Jahr mit zwei unterschiedlichen Filmen zu uns in die Sendung kommt. Erst im Februar saßen wir gemeinsam im Übertragungswagen und sprachen auf der Berlinale über die Weltpremiere von Rückenwind von vorn. Jetzt hat Philipp Eichholz einen neuen Film gedreht und der läuft natürlich hier in München. Und wir freuen uns sehr, dass er jetzt bei uns ist. Hallo, Philipp Eichholz. Danke, dass ich Jubiläumsgast sein darf. Genau, 200. Sendung Vollbild. Genau richtig. Das Arbeitspensum ist schon beeindruckend, dass Sie an den Tag legen. Sind Sie ein Workaholic? Ich glaube, wir waren beim Du, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich arbeite sehr viel. Ja, mein Privatleben ist in den letzten Jahren kleiner geworden, wenn sogar nicht mehr vorhanden. Aber es füllt mich auch aus. Von daher, ich bereue es nicht. Ihr neuer Film heißt Kim hat einen Penis. Es geht um ein Pärchen. Eigentlich ist ganz normal. Andreas Kim, Anfang 30. Aber dann dieses kleine Detail, damit steigen Sie auch gleich an. Kim will einen Penis und bekommt ihn auch in einer Schweizer Klinik. Der Smooth Gender Transition sei Dank. Wie haben sich Sie diese kuriose Ausgangslage ausgedacht? Ja, ich wollte mal etwas, der Film spielt eine Art Alternativrealität. Also alles ist wie hier, nur man kann eben sein Geschlecht ändern lassen innerhalb von 24 Stunden. Ohne Konsequenzen. Auch und damit, lassen, damit ne? Es ist so ein bisschen wie in Eternal Sunshine of the Spotless Mind mit Jim Carrey, wo man Gedanken löschen kann, halt, wo es als in der realen Welt spielt, aber das ist halt möglich. Und ja, die lässt das halt machen, überrascht damit ihren Freund. Und das hat eine Kettenreaktion zufolge halt, die der Film dann folgt. Sie sagen, überrascht ihren Freund, aber es geht natürlich viel tiefer. Das klingt jetzt erstmal wie so eine Ausgangslage eines Witzes, aber ihr Film will ja auch etwas verhandeln. Warum macht Kim das? Weil sie die Beziehung zu Andreas dann doch irgendwie so ein bisschen im Leerlauf empfindet? Nee, ich glaube, ist was anderes, wenn man sich selbst finden will und experimentieren will oder eben, aber ich glaube, was die beiden Schauspieler im Film beide spielen die ganze Zeit, ist, dass sie sich lieben. Deswegen macht es ja, gibt es ja auch was zu verlieren für die beiden und deswegen gibt es ja auch etwas, warum die dann darum kämpfen, dass diese Beziehung weiter funktioniert. Wenn jetzt Kim da total drüber stehen würde, über dieser Beziehung, dann würde sie sich einfach trennen und dann ein wildes Berlin-Leben führen. Dann kommt auch noch eine Freundin hinzu, nämlich Anna, die zieht ein und bringt das ganze Beziehungskarussell eigentlich noch mehr weiter ins Drehen, oder? Die will also unbedingt ein Kind haben. Genau, und ihr dann Ex-Freund hat gerade eine andere geschwängert und das ist alles hochdramatisch und diese drei Figuren kommen halt mit ihren unterschiedlichen Beziehungsmodellen, treffen aufeinander und reiben sich aneinander und ich hoffe, dass es einigermaßen unterhaltsam geworden ist. Es ist vor allem sehr lustig geworden. Ihre Filme sind jetzt an sich schon immer recht humoristisch, wenn ich an Luca Tanks Leise zu überdenke. Das ist, glaube ich, ihre Lieblingstonart, so eher Dur statt Moll. Trotzdem hätte man das ja auch durchaus in sehr trist und dramatisch erzählen können. Warum wählen Sie dann doch immer den heiteren Ton? Weil ich vielleicht privat gar nicht so heiter bin, ich weiß es nicht. Nee, ich finde halt, um weinen zu können, muss man auch lachen dürfen wahrscheinlich. Aber das ist, glaube ich, meine erste wirklich reinrassige Komödie, die ich gedreht habe. Ich glaube halt, dass man mit Figuren mitgehen kann, eher auch emotional, wenn man mit ihnen lachen darf. Aber es ist kein Klamauk, ganz wichtig. Es ist eine Komödie, aber es ist nicht auf Klamauk gespielt, weil sich ja schon das Thema so ein bisschen absurd anhört. Aber ich nehme die Situation und die Figuren ernst. Ja, auf jeden Fall. Also und diese Beziehungsgeschichte entwickelt dann ja auch eine Fahrt. Und man kann es aber auch als einen ironischen Kommentar auf die immer wieder hochkochende Sternchen-Gender-Debatte lesen. Haben Sie das auch mitgedacht? Naja, wir haben den Film gemacht, erstmal vor MeToo und so weiter. Also natürlich, ich glaube, ich mache keine politischen Filme. Aber wirklich. Smooth-Gender-Transition. Ja, schon klar. Aber ich glaube halt, das finden dann Leute da drin. Also ich glaube jetzt, also selbst mich hinzustellen und sagen, ich mache jetzt hier politisches Kino. Ich glaube halt, der Film wirft Fragen auf und gibt nicht unbedingt Antworten und man kann darüber diskutieren. Das finde ich viel spannender, als jetzt quasi zu predigen und zu sagen, was ist was. Es trifft auf ein paar Eckpunkte, die viel aktueller geworden sind, seitdem wir den Film gedreht haben, witzigerweise. Aber ich glaube, dass der Film aber auch eine zeitlose Thematik hat. Also so. Aber Sie erarbeiten das ja auch durchaus mit Special Effects. Man kann sagen, das ist der erste Philipp Eichholz-Film mit richtigen Special Effects, weil Sie ja die Geschlechtsumwandlung ja auch zeigen müssen. Ja, man sieht den Penis. Spoiler. Und wie Sie vorher gesagt haben, das teuerste Requisit im ganzen Film. Ja, der Penis wurde von einer echten Spezialisten angefertigt, die wirklich für Transgender People Penis herstellt halt. Und wir haben uns da sehr in die Materie reingeschmissen. Also heute ist es durch alles noch nicht möglich, was im Film möglich ist. Aber ich wollte halt schon, dass das echt aussieht und
sieht echt aus. Ja, das ist wahr. Sie arbeiten jetzt wieder zusammen mit Martina Schöne-Radunski, die jetzt auch noch im Jakob-Lass-Film zu sehen ist, da haben wir vergessen zu sagen. Was schätzen Sie denn an ihr als Schauspielerin? Sie ist halt immer voll da in jeder Szene. Sie hat eine Zerbrechlichkeit, die ich sehr toll finde in ihrem Spiel und ist halt im Spiel immer, sie reagiert auf alles, was passiert. Und wenn man ihr in die Augen schaut beim Spielen, ist man irgendwie so halbwegs verloren, glaube ich. So, sie sieht einen in ihrem Bann. So. Und, aber muss ich auch sagen, meine beiden anderen Hauptdarsteller, Christian Ehrich und Stella Hilb, es ist halt ein zum ersten Mal ein Ensemblestück, würde ich sagen, wo die anderen Filme so Charakterporträts waren. Und die halten das ganz wunderbar mit, obwohl die alle eigentlich drei komplett unterschiedliche Arten von Schauspielern sind. Wie Kim hat einen Penis beim Festivalpublikum ankommt, das erfahren wir hier in München am Donnerstag um 18 Uhr. Dann feiert der Film von Philipp Eichholz seine Weltpremiere am Kino am Sendlinger Tor. Viel Erfolg und vielen Dank für Ihren Besuch. Danke für die Einladung.